So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem tollen Spiel Fallout New Vegas, und zwar DLC Old World Blues 6. Teil. Und ja, wir sind mehr oder weniger fertig. Wir können jetzt auschecken. Also, man musste den Tarnanzug finden, das ist hier dieser Anzug, aber der bringt irgendwie so gut wie nichts, finde ich, oder? Also, ja, tarnt dich nicht besonders. Ich hätte gedacht, da wären wir jetzt komplett unsichtbar. Ja, denkst du, man muss erstens mal schleichen. Mich bemerkt nie jemand. Eben. Aber das Pip-Boy-Licht bemerken sie schon. Ja, da muss man das Licht ausmachen, da muss man schleichen und dann sehen die dich trotzdem. Also, ich weiß nicht, wie das genau. Also, es tarnt dich vielleicht, also da wirst du 2 Sekunden später entdeckt oder 0,2, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, aufstehen, ich will aufstehen, wie kann ich wieder aufstehen? Achso, da so, oder? Da Licht ankommen, scheißegal. Ja, also wir haben den Tarnanzug, dann den Schallemitter, den haben wir ja gebraucht, um diese blauen Laserbarrieren zu umwinden. Und den Highschool Horror haben wir auch gemacht. Und bitte umgehen Sie Boomtown in der absehbaren Zukunft, bis die Waffentests abgeschlossen sind. Quatsch, der wieder. Also wir haben alle Aufgaben gemacht hier und das waren einige, aber manche waren nur mit den Robotern sprechen. Also da innen, mit den Google-Robotern sprechen da. Projekt X13, das ist eine Errungenschaft. Befragen Sie, da muss man den noch fragen. Also wir haben alles. Gehirnbohren, Leute beeinflussen. X8 Highschool Horror ist eine Errungenschaft. Das war wirklich Horror. Entweder habe ich da was falsch gemacht oder ich weiß es nicht. Da hätten wir den Tarnanzug schon, glaube ich, schon, da hätten wir schon getarnt sein müssen oder so, glaube ich. Schale mit der Upgrade, ja genau. Highschool Horror. Da ist er. Ist er wurscht. Ich habe anscheinend alles gemacht hier. Das war die erste Errungenschaft. Okay, und jetzt können wir auschecken. Genau. Kehren Sie zurück und bla bla. Also gehen wir da rein. Jetzt können wir gleich den richtigen Eingang nehmen. Think Tank. Da geht's rein, oder? Ja, ja. Und wir haben ja hier in unser, kann man ja nochmal reingehen, in unser Bude 10 Automaten, die alles Mögliche machen. Ah, da ist mein Tarnanzug. Okay. Voll aufgecheckt hier alles. Der Roboter macht irgendwas, wenn man will. Oh, Kaffeetassen. Ja. Der kann elektronische Komponenten. Also du kannst hier einiges machen da. Na klar. Mit dem. Jemand hängt gern mit Maggi rum. Mit ich verstehe dem, schon. Da bis sind dann, Kumpel. 10 Sachen, die wir da machen. 10 Geräte. Der Wasserhahn ist jetzt auch smart. Das ist smarte Technik hier. Der ist smart. Der kann jetzt was. Der Wasserhahn kann was. Der Lichtschalter kann was. Das möchte man gar nicht glauben. Ja, stimmt aber, oder? Das haben die. Der Toaster kann dir was basteln. Der Lichtschalter kann dir was basteln. Die Jukebox kann irgendwas machen. Und noch 5 Sachen. Ich weiß, es ist ja wurscht jetzt. Komm. Da ist mein Safe, den brauchen wir. Da ist sein Bett. Gut, jetzt gehen wir. Da ist der zweite Lichtschalter. Der Lichtschalter 02, der kann auch irgendwas. Da haben die tatsächlich damals schon die Smart Home, haben die schon vorausgesehen. Wahnsinn, das muss man jetzt hier mal so. Ich glaub's nicht. Da ist meine andere Bude. Achso, jetzt kann ich da die Dinger nehmen. Achso. Der muss man dem irgendwas eingeben und dann kann der da was draus machen. Oder so. Pflanzen, Gewächshaus, Wachtelbohne. Also ja, die muss man mal schauen, was die kann. Hat irgendeinen Vorteil oder so, Wachtelbohne. Ja, da kommt der Gewächshaus. Ah ja. Ah ja. Bring mir eine süße getrocknete Frucht. In dem Ding komme ich erst so richtig. Ja, also wenn man dem irgendwas gibt, dann macht er da Pflanzen draus. Die kann man ja, ihr Brockblume, die kann man auch so irgendwo im Ödland finden, aber der kann die hier, weil hier gibt es ja keine, oder?
Und da kann der das draus basteln. Ist ja wurscht. Und der Wasserhahn kann auch irgendwas. Was kann der Wasserhahn? Unter uns gesagt, ich halte die zentrale Intelligenzeinheit für ein wenig... Ja, wir machen gleich weiter. ...hochnäsig. Ein wenig idiotisch. Ein Trink, leere Flaschen... Aha, da kann man leere Flaschen auffüllen. Soll ich das mal machen? Kein Problem. Aha, da kann man... Sie haben sie doch vorher gründlich gewaschen. Ja, Quatsch, oder? Nicht lang. Komm. Nicht so leere Flaschen auffüllen. Trinken können. 11 Milchflasche. Cola. Oh je. Ja, ist da jetzt Cola drin? Ah, da ist jetzt Whisky dann drin. Oh je. Ich trinke nichts mehr seit 5 Minuten. Ich meine, nee, seit 7, 8 Jahren trinke ich nichts mehr. Also kein Alkohol. Aber hier könnt ihr jetzt Whisky saufen. Na, schau her, wie Sau. Na gut, lassen wir das mal. Gehen wir mal da raus, Freunde. Gehen wir mal zu dem... jetzt machen wir mal fertig hier. Oh, falsche Taste. Falsche Tür, ich muss da hinten raus. Big MT, Big Mountain. Da geht's raus. Entschuldigung. Dass wir das hier mal auf die Reihe kriegen. Und wir müssen aber zu dem Think Tank. Der Gedankenfabrik. Mit dem Dr. Kleinlich sprechen. Das ist der, ich drücke falsch. Der da, oder? Nicht an. Nee. Also hier ist die schicke Ding da. Warum passt es immer das mit dem dämlichen links oben? So. Haben Sie schon die Technologie? Ja, haben wir. Ich habe die ganzen technischen. Was? Das haben Sie? Ja, ja, ja. Ihr Überleben, ganz zu schweigen vom Erfolg, wurde kaum von meinen Berechnungen erfasst. So schaust du aus. Jetzt muss ich nur noch meine Übertragungsdatenbank überprüfen. Möbius macht sie immer mit seinen psychotischen Anrufen voll. Jetzt habe ich idiotisch gelesen. Oh ja, da sind die Baupläne, wie Sie gesagt haben. Aha. Wie aufrichtig. Ja, Die verarschen mich hier. Nein, ich meine ja. Ich muss diese Technologien nur kurz analysieren. Sie sind sehr fortschrittlich, wissen Sie. Ich weiß, wie diese Technologien funktionieren. Natürlich weiß ich das. Das beruhigt mich. Wie Sie wissen, haben wir sie bereits in klar abstrakten, widersprüchlichen Aussagen beschrieben. Warum sollten wir das tun, wenn wir nicht... sicher wären, wie man sie verwendet. Also lassen Sie mich ein wenig... Ich werde es rauskriegen. Toll. Ja, das habe ich gesagt, glaube ich. Ach so, wir müssen unser Gehirn holen. Der hat unser, oder? Ja. Ich habe es. Der Kardioregulator im Anzug, die Antenne für die Hirnwellen und die Sonarfrequenz für die Rückenmarksnerven. Weil wir haben unser Gehirn am Eingang abgegeben hier in diesem DLC, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch alles andere irgendwie oder so, keine Ahnung. Frag mich jetzt nicht bitte, wie das funktioniert. Ich denke, das ist alles sehr kompliziert. Lassen Sie mich etwas überprüfen. Gut. Aber natürlich! Ich hab's! In den Bauplänen wurde eine Override-Sequenz versteckt, mit der man die Tür zur verbotenen Zone öffnet. Da müssen wir raus, da ist nun der Ausgang. Nicht versteckt. Sie ist eigentlich ganz offensichtlich, direkt hinter dem Äquivalent eines programmierten Kaffeeflecks. Sie scheint in rekursiven Code eingelassen zu sein. Da und da ist das schlecht kommentiert. Oh, und Leerzeiger, sehr schlampig, Möbius. Also mit der Antenne verstärkt man die Schallfrequenz des Emitters. Mit dem Tarnanzug umgeht man das Schloss der verbotenen Zone. Ah ja. Das könnte klappen. Prima. War das mein Plan? So muss es gewesen sein. Manchmal überrasche ich mich selbst. Genau, da ist jetzt die Tür offen. Und jetzt da ist der Ausgang. Möbius, und den müssen wir umhauen. Und das ist ein Riesenskorpion, glaube ich, oder? Wissenschaft abgeschlossen. Reisen Sie zur Kuppel. Wissenschaft 85. Biologisch? Pff, lächerlich.
Ich will sagen, dass rein technisch betrachtet all diese Gegenstände benutzt werden könnten, um ihr Gehirn wieder einzusetzen. Genau, wir haben kein Gehirn mehr. Das ist aber jetzt benutzen andere auch mal spielen das Spiel hier. Der Aggression. Damit sie ihr Gehirn wieder kriegen. Die Tür sollte jetzt entsiegelt sein. Prima. Jetzt ist Schluss mit den Drohungen. Jetzt schicken wir Möbius eine ebenso bedrohliche Botschaft zurück. Und diese Botschaft ist die Wissenschaft. Überbringen Sie ihm diese Nachricht und Big MT wird von der Schreckensherrschaft des Möbius befreit. Sie können jetzt gehen. Das war Ihr Einsatz. Toll. Was ist das jetzt? Was machen Sie? Haben wir jetzt alles. Also jetzt müssen wir die Möbius umhauen. Ja, auf nimmer Wiedersehen. Oder? Und zwar in dem, wo jetzt der Ausgang offen ist, oder? Reisen Sie zur Kuppel, genau, die verbotene Zone, genau. Da hinten, da ist jetzt offen. Ich habe alle Orte entdeckt, das ist, naja, was heißt Errungenschaft? Also, groß ist es ja nicht ganz. Aber, jetzt gehen wir raus. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Gehen wir raus in Big Mountain, oder? Genau. Wir haben. Ah, da ist. Zeit zum Kämpfen. Sollen Sie Roboskorpione sehen, versuchen Sie nicht, sie zu bekämpfen. Gut. Sie werden mit ihren Robostacheln auf Sie schießen. So. Und dann explodieren. Ich gehe jetzt mal lieber ein bisschen. Nicht, weil mit der Schnellreise komme ich da drüber. Schnell, der stürzt gerne das Spiel ab bei der Schnellreise. Da hinten ist. Das ist die Kuppel da hinten. Da müssen wir hin. Bei der Schnellreise stürzt manchmal das Spiel ab. So, schau her. Prima. Wie spät ist es denn, damit ich alle... Oh, wow. Dann habe ich alle Fähigkeiten. Warte, ich habe diese komische Frühaufsteher-Käse. Das zieht mir Punkte ab. Nach 12 mittags zieht es mir die Fähigkeiten ab. Hier. Andererseits... nee, jetzt habe ich falsch. Andererseits kriege ich Fähigkeiten plus ab 6 Uhr früh. Das mache ich jetzt mal lieber. Frühaufsteher-Bonus, Käse. Und wenn man immer, wenn man Wissenschaft 100 braucht, ich habe Wissenschaft 100, aber da ist es das immer war's. Nach 12 und dann habe ich nicht mehr 100. Und dann kann ich das nicht machen. Was ist denn da drin eigentlich? Da ist nichts drin, oder? Kein Eingang. Hangare. Hier sind Hangare. Da ist nichts drin. Ne? Kann man da nicht. Wir müssen. Da jetzt komme ich da nicht drüber. Ah, bitte. Zur Kuppel gehen. Jetzt ist es dunkel hier. Komm, jetzt gehen wir mal da so hin. Kann man auch mal ein bisschen die Landschaft anschauen. Ist auch mal. Auch mal ganz schön. 10 Jahre alt. Ah, das fasziniert mich. Oh, weia. Fasziniert mich am meisten hier. Warte. Muss ich da drüber gehen? Kann ich. Oh, jetzt müssen wir doch schnell reisen. Ah, das sieht doch schick aus hier. Schau her. Diese Dinge. Oh, weia. Schau her. Jetzt müssen wir doch schnell reisen. Warte, wo ist denn das? Sonst komme ich da nicht hin. Hoffentlich. Ah! Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Jetzt stürzt er ab, jetzt warte. Obo. Oh nee. Schau, sag mal. Da jetzt habe ich so einen dämlichen Tarnanzug. Na gut, der geht. Aber ich müsste mal eine bessere Waffe finden hier. Ich hab doch eine bessere. Das ist ein Wahnsinn, schau. Hab ich keine bessere Waffe? Tesla-Kanone, warte mal. Tesla-Kanone, oder? Ich hab 10.000 Waffen. Tesla. Heinz Josef Tesla, der Erfinder des Autos. Mit Elektroantrieb. IOKLMNUPQRS Tesla, glaube ich, habe ich früher. Ich hab's letztes Jahr schon mal gespielt. Gibt es eine Tesla
Schaden 105 Tesla. So, aber das mal nicht. Oh, nee. Au. Oh. Na, das haut was weg schon, ja. Oder? War das schon alles? Das haut was weg. Habe ich nicht noch was mit Tesla? Gut, jetzt sind wir. Jetzt ist er da. Da hinten ist nichts, gell? Jetzt müssen wir da rein, oder? Da hinten ist nichts mehr. Müssen wir da im Wesentlichen da rein, oder? Ich denk schon, oder? Warte, was. Falsch, verdrückt. Wesentlichen. Reisen Sie. Da rein. Was ist denn das? Big MT Nordtunnel, ne, dabei. Mysteriöse. Ah ja, da ist die Riesenblähfliege drin, da in der Mysteriöse. Da ist einfach so. Oh, warte. Ah! Ich sehe nichts. Achtung, fertig. Ah, jetzt kommt der Riesenskorpion. Jetzt muss ich mit Tarnanzug oder so. Jetzt warte. Was ist denn das für ein Ding? Jetzt müssen wir. Das ist der Riesenskorpion. Die helfen uns jetzt, glaube ich, oder? Genau, da die helfen mir jetzt ein bisschen, oder? Warte, ja, Quatsch, weiter. Jetzt schauen wir mal. Also, alte Welt Blues. Gleich im ersten kleinen Raum rechts steht das Drohnenkontrollterminal. Zieldrohnen aktivieren, okay, probieren wir aus. Die Drohnen lenken die Aufmerksamkeit des Skorpions erstmal auf sich, sodass wir uns weiter umsehen können. Im nächsten Raum ist das Stromregulierungsterminal. Strom. Im nächsten Raum, wo ist der nächste Raum? Stromregulierungsterminal, wo ist denn der nächste Raum? Komm. Da oben, oder? Da oben. Sag ich jetzt mal. Ah, da brauche ich den Scholle mit da, bitte. Nee, komm. RS Schall. Schallemitter, Schlagring. Schaufel. Schall. Emitter Opern. So. Jetzt nehmen wir. Nee, sollen wir wieder die Tesla kann. Den brauche ich den noch 1000 Mal, oder? Termler, Tesla. Jetzt gehen wir da rein. Das war's. Was war das? Ja, komm. Das ist gewaltig. Du kannst jetzt Pause drücken und selber lesen. Also den starten wir jetzt. Bang. Oh. Und jetzt. Bang. Bang. Bedauernswert. Oh oh. Sie können den tödlichen Laserstachel des Dr. Möbius. Jetzt Pause. Pause. So. Stromregulierung. Nun können wir zu den Boxen der Zieldrohnen, wenn wir uns trauen, und dort eine Holodisk aufklauben. Wir kommen aber auch ohne sie klar und gehen lieber wieder zurück. Ja, brauchen wir nicht. Wir sehen Sicherheitsgeschütze und finden Kisten mit Impulsgranaten. Dem Geschützturmsteuerungssystem programmieren wir ein neues Ziel. Ja, nun können wir zurück. Wir gehen lieber wieder zurück. Ich drücke immer falsch. Aufgaben. Zerstören Sie den oder machen Sie einen Kampf um dich. Zurück. Da geht's nicht. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbotschaft, die meinen Wunsch, Ihnen Gewalt anzutun, Ausdruck verleiht. Da jetzt oder wo? Ne, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Bösewichter wurden besiegt. Ha? Oh!
Welche Bösewichte? Jetzt gehen wir woanders hin, oder wie? Da vorne, ey, komm, das machen wir jetzt auch noch. Zu den. Da ist die Holo. Fertig. Kämpfen. Holodisk, jetzt gehen wir da auch noch hin, komm. Da muss der Holodisk sein. Wo denn? Da, da. Das ist ein Holodisk. Und jetzt gehen wir. Sagen wir mal anschauen. Oh, ja, ja. Jetzt gehen wir da, da rum, oder wie? Oder? Aua. War das schon alles? Ja, nee. Da, den haben wir, da sind wir reingekommen, oder? Wen findest du niedlicher? Nee, da Dr. sind wir. Dr. Klein oder Dr. Boros? Wo muss ich denn jetzt hin? Darauf, oder? Sind, gehen wir mal. Nee, da geht's wieder da rein, oder wie? Nee. Ah, da. Ah, nee, jetzt kommt. Die machen mich fertig. Wie lange haben wir schon gespielt? Oh, 10 Minuten. Ja, 10 Minuten haben wir noch. Warte, Pause, Kaffeepause. Das sieht keine Sau aus hier. Das muss man jetzt auch mal sagen hier. Das sieht keine Sau aus. Schau nicht, schau dir. Schau, Opernsänger. Achtung, fertig, kämpfen. Ja, würde ich gern. Tester. Thermische. Wie wir das hin, oder? Mal das Licht an. Und da können wir jetzt. Wo ist denn das da? Kampf zu Ende. Kampf zu Ende? Wo ist jetzt der Drecks andere Computer? Entschuldige. Wir sehen Sicherheitsgeschütze. Dem Geschütz. Sicherheitsgeschütze. Neues Ziel einprogrammieren. Wo sind denn da Sicherheitsgeschütze? Blutplasma. Da haben wir schon mal Blutplasma. Der ja, für alle Fälle. Wo ist denn da Sicherheitsgeschütze? Das muss doch ein PC sein, oder? Wo ist denn der? Da drüben, oder wo? Wo ist denn der? Da komme ich aber nicht durch. Da ist nichts. Der ist kaputt. Da kann man nichts machen. Freunde, wo soll denn das sein? Oh oh. Da war nix. Ist da. Da geht's. Aua. War das schon alles? Auch rauf. Da geht's auch rauf. Das ist wieder Schallkäsekuchen. Sicherheitsgeschütz. Da ist einer Schluss da. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Schau, das ist ein Olla. Gigantischer Riesen. War das schon alles? Da jetzt. Warte, was ist da? Gib. Au. Oh. Speichern. Speichern. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Nur den hacken. Geschütztun. Steuerung. Komm her. Fangen wir mal da an. Nicht gut. Da ist nichts mehr. Jetzt. Oh. Und da kann man jetzt wieder was machen, oder? Jetzt kann man da... Neues Ziel! Ah, gigantischer Robo! Zielpartner geändert. Prima. Genau. Fertig. Bing. Ah, schau her, schau her. Holla. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbotschaft, die meinem Wunsch, Ihnen Gewalt anzutun, Ausdruck verleiht. So, macht der das alleine, oder? Pause. Also, jetzt haben wir Geschütztürme. Liegt das... Wir können... Können wir... noch ein Stück weiter... Na komm. Noch ein Stück weiter können wir ihn deaktivieren, indem wir das Notfallabschaltungsterminal knacken oder die Holodisk von den Drohnen nutzen. Wir können uns aber auch einfach weiter umsehen, denn die Geschütztürme kriegen das Teil langsam aber sicher klein. Aha. Die Geschütztürme kriegen das Teil langsam aber sicher klein. Wo sind denn die?
Sie können den tödlichen Laserstachel des Dr. Möbius nicht. Und da vorne noch ein Stück weiter. Da müsste ich jetzt da rein, oder? Da rein. Da muss sie wieder runter und da unten. Achtung, fertig. Und da unten. Kämpfen. Ne, das machen wir das mal, oder? Müsste ich jetzt da wieder runter, oder? Und da in der Ecke. Da, was ist da? Da waren wir schon. Ne, waren wir da schon? Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete. Da war nichts, gell? Nee. Kampf zu Ende. Hä? Kampf zu Ende? Sag jetzt nicht. Kampf zu Ende. Mag nicht mehr. Kampf zu Ende. Kann ich das Ding einstecken? Der hier sieht ganz schön zäh aus. Der ist immer noch. Jetzt ist er da hinten, oder? Hinten rauf, da. Da jetzt sein, oder? Komm her. Noch nicht mehr. 5 Minuten haben wir noch. Schall. Schaff. Hier ist ein Ei. Was ist jetzt das da für einer? Sie können den Notabfall. Notabfall-Terminal. Da haben wir jetzt die Holodisk von den Freunden da, oder? Das war die, sonst hätten wir den knacken müssen, oder? Das machen wir jetzt noch und dann machen wir Pause. Du kannst Pause drücken und lesen. Notabschaltung. Ist das Ding an? Hier spricht Möbius, Dr. Möbius. Wir leiten eine Art Test-Notabschaltung ein. In 5, 4, wie in 4 Booten. 3, wie in 1. 2, wie in Ja gut, jetzt ist er weg. Abgeschossen. Oder machen Sie einen Kampf? Jetzt machen wir Verpausulierung. Jetzt müssen wir da weiter, oder? Wahrscheinlich, oder? Tatsächlich. Kuppel der verbotenen Zone. Kuppel der. So, jetzt machen wir Pause. Gell? Oder? Jetzt schau, da ist noch eine Holodisk. So. Sie haben die für die Schale mit. Bringen Sie es zur Jukebox im Becken. Ja, das machen wir heute nicht mehr. Für neue Effekte zu kalibrieren. Weil mit dem Schallemitter kann man sonst noch was machen, irgendwie. Je nachdem, wie er kalibriert ist. Da muss man aber immer erst im Becken den umkalibrieren. Also, was ist da drin? Wenn wir jetzt schon mal da sind, nehmen wir das auch noch. Lueck, das haben wir aber schon. Lueck, das ist ein Kanton in der Schweiz, oder? Lueck. Und jetzt schauen wir uns den noch schnell an und dann machen wir Pause, oder? Also man kann da überall die Treppe rauf und sich das anschauen. Da hat man Deckung. Ein bisschen dunkel hier, hallo. Ich habe aber das Licht schon an. Und da kann man jetzt, hat der was? Kann man den essen? Schau her. Boah, Alter. Ihr Gigant. Der ist abgeschaltet nur. Achso. Aber jetzt friedlich. Gigantischer Wissenskopf. Oh nee. Schau dir den an hier. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr gebacken hier. Wahnsinn, das ist doch ein Bild für die Bettasche her. Unglaublich. Abgeschaltet, was hat der noch da? Altmetall. Da waren, jetzt hätten wir, das war aber das Passwort. Hier, das Holoband, das war das Passwort da drüben. Gut, Freunde, dann pflanzen wir uns da hin und machen Pause. Schade, dass es so dunkel ist hier. Schade. Pflanzen wir uns da hin und machen kurze Pause und dann spielen wir es noch zu Ende, gell? Also, tschüss, bis gleich.